Warum habe ich den 10 Millionen nur gekauft? Aber es ist gute Hoffnung. Wir sind gute Hoffnung, dass jetzt der Krimi gut läuft. Mir schwant Böses. Krimi, Kultur, Love Stories sind alle voll. Komm, bitte. Bitte lass den einzigen Zeugen. Harrison Ford, sei mein Retter. Ich bin gespannt. Komm. Das ist die Frage, ob natürlich um 23 Uhr noch 10 Millionen Leute vor den Fernseher kommen. Nee. Also gut, dann machen wir hier Credit Card noch fertig. Und dann Nipponix. Mit Nipponix fängt der Tag morgen aus. Okay, dann ist meine Hoffnung Star Wars. Alle meine Hoffnungen ruhen auf Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter. So sieht's aus. Sonst muss ich morgen ordentlich Kohle zahlen, die ich nicht habe. Ich bekomme jetzt 240.000 hier für Credcard. Mit Nipponix mache ich dann morgen früh nochmal 180.000, also könnte ich im Zweifelsfall auch die Scheißstrafe bezahlen. Die ich aber nicht bezahlen will, ist natürlich ganz klar. Wieso soll ich die Strafe bezahlen? Das ist Marginet. Marginet. Frühstück bei Tiffany hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber gut, kann man nichts machen. Jetzt läuft der einzige Zeuge. Die Jungs sitzen vorm Fernseher. Somalia-Regierung versucht zu beschwichtigen. Haben wir hier nochmal einen Nachrichtenblock. Ja, groß einkaufen muss ich jetzt gerade nichts. Schmalen. Dr. Chivago. Den ich mir auch nochmal kaufen wollte und den jetzt kaufe. War er auch, ja. Dr. Chivago. Na gut. Christopher Columbus ist auch noch ein guter Film. Also von den Kritiken und Kinokasse. Den kann man mal bringen. Aber im Moment bin ich jetzt. Jetzt habe ich sogar mit der Werbung. Verstehe jetzt gerade nicht. Verstehe jetzt gerade nicht, wie ich hier auf. Ah, jetzt habe ich wieder, auf jeden Fall wieder 280.000. Und jetzt mache ich 6,3 Millionen, die noch den Dings schauen und Nipponix. Na, die 2,5 Millionen müsste ich jetzt auf jeden Fall noch schaffen. Ja, 7,2 sogar. Habe ich da gar nicht. Nee, morgen habe ich nur 2,5 Millionen und Dings. Die Frage ist, ob ich hier die 2,5 Millionen schaffe mit dem Wohnen am Atomkraftwerk. Da muss ich morgen früh schauen. Da muss ich morgen früh einfach schauen, ob ich dann nicht schnell nochmal eine Werbung hole. Ich kann natürlich auch auf Scheiß Hoffmann fertig laufen lassen hier. Das sehe ich morgen früh. Ich könnte jetzt entweder nochmal die beiden Hoffmann-Dinger hier reinhauen und das Ding doch fertig machen. Oder ich besorge mir noch eine neue Werbung, die mir ein bisschen mehr Kohle einbringt. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Werden wir mal schauen hier. Jetzt sind wir vielleicht Sendeschluss. Gehen wir nach Hause. Waffenstillstand hält offenbar. Ne? Die Nachricht wird heute Abend keiner mehr bekommen. Gehen wir mal die Drehbuchagentur. Schauen wir mal, ob es reißen sie mit. Große Show rund ums Reißen. Traumschiff? Fragezeichen. Traumschiff ist natürlich auch hier, was man. Ist aber nur eine sonstige Serie, die will immer keiner gucken. Wenn da muss man ja Science Fiction oder Krimi oder sowas machen. Sonstiges wird auch schon mal geschaut, aber nicht so.
Weiß schon. Weiß schon. So, jetzt ist hier gleich Schluss und Feierabend. Mal gucken, jetzt habe ich 288.000. Wie viel ich davon morgen noch? Also, falls ich es morgen wirklich schaffen sollte, hier die Kariodent-Dinger hier fertig laufen zu lassen, dann werde ich meinen restlichen Kredit abbezahlen. Und dann mache ich morgens auch nicht immer mal, muss ich nicht immer so viel Zinsen bezahlen. Wo habe ich denn die Zinsen stehen hier? Oh, gerade gar nicht angezeigt. Wobei ich gar nicht weiß, zahle ich da meinem Chef eigentlich Zinsen oder zahle ich die Zinsen für die ganzen Fichtinger da? Für die, ah, mir fehlen die Worte. Für die Satelliten. Weiß ich gar nicht. Naja, gut. Serben brechen 427. Waffenstillstand. Rebellenführer verhaftet in Somalia und die Serben beschuldigen Kroaten der Provokation. Naja. Es geht immer hin und her. Aber na gut, schauen wir hier mal. Was haben wir jetzt hier? Produktion fertig. Reden Sie mit. Ja, gut. Jetzt ist die Frage der Fragen. Ja, mein Programm für morgen. Mal gucken. Ich könnte natürlich jetzt hier die Talk for Two hier wieder bringen. Vorher eine Serie reinschieben. Und hinten nach dann irgendein Burner-Film hier. Eine Love Story, Dreier. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, und schon ist das Programm wieder gestaltet für morgen Abend. Das sind natürlich noch Sendezeiten, wo es nur von 18 Uhr bis um 1 Uhr Fernsehprogramm gibt. Und danach kommt Testbild. So, jetzt habe ich hier noch drei Werbungen, ja? Nipponix, Uranleit, Kariodent. Nipponix, Uranleit, Kariodent und Hofmann. So, mal schauen, wie viele Zuschauer ich jetzt hier mit dem wunderbaren Atomkraftwerk vor die Fernsehgeräte locken kann. Ich brauche auf jeden Fall auch Werbung für morgen. Und das entscheidet dann für mich, ob ich jetzt Hofmann laufen lasse oder ob ich hier nochmal was kaufe, was mir mehr Geld bringt. Rush wäre zum Beispiel mit 0,5 Millionen. So, pass auf, hier habe ich. Oh, nee. Holgersson nehme ich auf jeden Fall mit, der ist immer gut. Hier, Rush wäre. Ja, genau, das ist der hier. BPV-Pyramiden. Den nehme ich rein, um. Das sag's mir. Mir fehlt schon wieder lieber. Um hier mal dieses Kultur heute zu platzieren. Hier nochmal Gretcard. So. Jetzt werden wir mal schauen, wie viel Zuschauer wir bekommen. Ich habe jetzt keinen kleinen mitgenommen. Entschuldigung. Ich habe jetzt keinen kleinen mitgenommen. Ich will mal schauen, ob ich hier. Ich schaffe aber keine 2,5 Millionen mit dem Dings, oder? Doch! Super! Ach, ich bin doch immer wieder überrascht. Kredcard. Ne, und. Holgersson. Und mit Kredcard kann ich nämlich morgen. Kredcard will nur keine Kultur. Dieses BPV-Pyramiden, das platziere ich morgen. Ich hoffe, dass ich hier jetzt die Show bekomme. Dass es die zum Steigern gibt. Jawohl, Patz. Hier steigere ich mal. So, was gibt es denn hier jetzt gerade? Stirb langsam immer noch. Magnum, Zeit des Erwachens. Ach, das ist Zeit des Erwachens, ist vielleicht ein Film, gell? Alf, Familienserie. James Bond, naja, geht so. Rauchende Colts, eine Western-Serie und The Untouchables. The Untouchables auf Deutsch, die Unbestechlichen. Hat sich hier jemand was einfallen lassen bei der Übersetzung? Ich würde das anders übersetzen, aber ist okay, passt ja auch so irgendwie. Nipponix, Uranleit. Ich hoffe, dass das Uranleit jetzt hier in der zweiten Dings auch noch läuft. Auf jeden Fall ist es saugeil, dass ich hier 3,6 Millionen mitbekomme.
Für morgen habe ich noch irgendwie überhaupt keine Werbung, gell? Ja, weil das alles mit dem heute noch steht und fällt, was ich hier machen kann. Naja. Okay, ja gut. Jetzt werde ich hier mal kurz ein kleines Päuschen machen. Und dann geht's hier direkt dann auch in der nächsten Folge weiter.